Buben und Mädchen, ihr wolltet schon immer wissen, wie man einen Teser richtig abrollt. Du hältst den Teser in der linken Hand, nimmst deine rechte Hand, greifst an das Klebeband. Das ist alles mega langweilig. Benjamin, du hast Post. Von wem denn? Wer soll mir denn schreiben? Von einer Frau Rebhan. Kennst du die? Nö, die kenne ich nicht. Na gut. Hä, ist die 100 oder was? Ist ja mega die alte Handschrift. Lieber Benjamin, vielen was? Ah, lieben Dank für deinen tollen Blumentopf. Ich habe mich darüber sehr gefreut. So etwas hat es noch nie gegeben. Und gerade jetzt, wo sich die Menschen nicht besuchen dürfen, war das ein schönes Zeichen der... Was? Gemeinschaft. Ah, Gemeinschaft. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in der Kirche. Und du kannst ganz bald wieder ministrieren. Mit freundlichen Grüßen und Gottes Segen verbleibe ich. Wilhelmine Rebhan. Mist! Kein Geld drin! Und was war das denn für ein Brief? Von so einer Frau, die sich für den Blumentopf bedankt hat. Ach, den du bemalt hast. Das ist ja nett. Mama, warum bin ich eigentlich nicht getauft? Weißt du, das haben wir einfach nicht für wichtig empfunden. Wir wollten dir die Entscheidung selbst überlassen. Und bisher hat dir das doch auch nichts ausgemacht, oder? Warum willst du das denn wissen? Nicht wichtig. Meinst du, ich muss ihr antworten? Das wäre doch nett. Meinst du nicht? Ja. Ich dachte, du wolltest schreiben. Ja, will ich ja auch, aber ich muss noch jemanden anrufen. Benjamin? Hi Judith. Ich bastel gerade was. Und was bastelst du? Nee, nur was für die Schule. Ach so, ich habe einen Brief von so einer Frau bekommen. Die hat sich bedankt für den Blumentopf. Hä, ja, aber das ist doch voll schön, dass sie dir geschrieben hat. Ja, aber jetzt meinte die, dass sie sich schon darauf freut, dass sie mich beim Ministrieren wieder sieht. Du kannst ja sagen, dass du jetzt schon voll oft im Minisimulator gespielt hast und wie toll du jetzt schon den Stab halten kannst. Haha, mach dich nur lustig. Meine andere Frage, ich habe in deinem Profil gelesen, dass du nächste Woche Geburtstag hast. Ja, aber da kann dann gar niemand kommen. Eigentlich wollte ich da feiern. Oh, sorry. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob du da was machst. Keine Ahnung. Das weiß ich noch nicht. Möchtest du noch ein bisschen Kaba? Und auch eine Torte? Na dann, guten Appetit. Moment. Wollen wir vielleicht was singen? Also, ich gebe das Zeichen. 1, 2, Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. Nein, so geht das gar nicht. Ich will meine Freundinnen und Freunde hier haben. Judith, hallo? Weinst du? Ja, ich will meinen Geburtstag normal feiern. Ich hab da immer ganz viele Gäste und dann ist das voll die tolle Party.
Aber das geht doch gerade voll vielen Leuten so. Ja, ich weiß, aber ich hatte mich so gefreut. Vielleicht können die Leute ja per Skype dabei sein. Ach Quatsch, das ist doch voll doof. Und wie sollen wir da spielen und Kuchen essen und so? Ja, du hast recht, das ist total doof. Ich mag gar nicht mehr fröhlich sein. Hey, wenn das jetzt alle so denken, also das bringt mich auf eine Idee. Hä, welche Idee denn? Wir dürfen doch nicht feiern. Ja, das weiß ich ja, aber pass auf. Das war mega die gute Idee von Benjamin. Ja, da ist genug drin. So, liebe Unbekannte, lieber Unbekannter, solltest du auch heute oder demnächst Geburtstag haben, dann will ich dir heute alles Gute wünschen. Oder eben demnächst. Ich weiß selbst, wie doof es ist, wenn man alleine feiern muss. Deshalb will ich dir heute eine Botschaft schicken und dir sagen, dass du nicht alleine bist. Okay, dann wollen wir die mal steigen lassen. Also, gleichzeitig? Ja, auf drei. Eins, zwei, drei. Das Pfarrfest fällt aus. Und was ist das? Na, da feiert die ganze Pfarrei. Und wenn das ausfällt, dann ist es total doof. Moment, ich habe da schon eine Idee.